CD-Player geht nicht mehr und die Lasereinheit nicht mehr gefunden. Dafür wurde hier ein Ersatzspender quasi Gerät und dann bevor man jetzt die das Gerät läuft noch, trotz der starken Verstaubung, ja, sollte man auf jeden Fall das System komplett reinigen. Nicht einfach so montieren, ist klar, es ist extrem verschmutzt, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Allerdings aufpassen bei Reinigung und Reinigung der Lasereinheit, das kann ja schnell etwas kaputt gehen und das wäre natürlich traurig. Na, ich will mal lieber zuerst die Schrauben hier abschrauben, so habe ich schon wieder mal mit der Hand. So, ja, aber man kann ja gut sehen, das optische System hier sieht sauber aus, zum Glück. Ja, also dann baue ich das alles um, ist relativ einfach, Panasonic hat das richtig gut gemacht. Ja, schönes Gerät mit einem, ja, mit dem Power-Modul der Hybrid SVE31, ja. Der hat einen richtig guten Klang, die kleine Anlage. Gefällt mir sehr gut. Ja, natürlich kann man alles damit noch machen, was man machen kann. Auch hier innen drin stark verstaubt. Die Andruckrollen, ja, sollten überprüft, die Laufwerke zu revidieren. Ist eine Menge Arbeit. Hier kann man sehen, bei dem selekten Gerät nur zum Teil. Ihr müsst den komplett auseinander und neue Riemen, die Achse, die Lagern sauber machen und dann die Andruckrolle und so weiter. Das ist eine Menge Arbeit. Okay, aber wir testen erstmal, ob das hier was bringt. Bin gespannt und freue mich schon drauf, wenn das funktioniert. So, Laufwerk haben wir. Das ist der defekte Laufwerk. Da kommt das andere rein hier. Schon erstmal ein bisschen bearbeitet. Ja, aber hier ist noch ein der Lautstärkeregler. Der geht ja, setzt die aus, macht ja Probleme, nur wie man gut sehen kann, das ist im Frontteil, um den Regler ausbauen zu können, nachzuschauen bzw. zu reinigen oder auszutauschen, muss alles hier raus. Ja, das ist ein bisschen Arbeit, ne? Das ist normal, so war es früher. Nicht umsonst war manchmal die Reparatur sehr teuer, aber ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Für so eine schöne alte seltsame Musikanlage. Okay, erstmal zerlegen, schauen wie es aussieht. So sieht das Ganze zerlegt aus. Wunderschöne Laufwerk von Panasonic. Ja, sehr vorsichtig bei Zerlegen hier mit den kleinen Schalterchen. Alles was dazu gehört. Ich muss das auf jeden Fall reinigen. War sehr lange nicht benutzt. Ja. Normalerweise tauscht man auch die Riemen hier, ist aber nicht in meinem Auftrag. Und das sind die Regler. Einmal habe ich ein Rotary. Na? Die Probleme kennt man. Ja, und einmal ist ein ganz normaler Potentiometer, der verharzt ist und endlos. Ist ein endloser. Da muss man auf jeden Fall zerlegen und reinigen, ja, also als Schaltkontakt. Ist kein, der hat ein ganz feines Raster drin. Und wenn der hin und her springt, die Lautstärke lässt sich nicht einstellen, dann ist auch verharzt drin und läuft ja schwer. Also irgendeine defekte oder alte baue ich nicht ein, weil der wird auch defekt abgenutzt. Den muss ich ablöten, zerlegen und reinigen. Das gleiche hier auch, aber ich konzentriere mich erstmal auf meine Aufgabe. Ansonsten klar, Display sauber machen. Ne? Und auch hier die Folien komplett, dann sieht immer feiner Staub. Sie sind elektrostatisch geladen. Das können wir schon lumineszierende Gehäuse reinigen und dann alles zusammenbauen. Hoffen, dass es klappt. So, ablöten. Ja, und so sieht das Teil von innen aus. Der Roti, also ist kein Widerstandpotential, soll den Zweck erfüllen, dass es einen Schaltkontakt hier geben. Wir können sehen, wie die Kontaktverteilung gehen. Einmal positiv, einmal negativ angeordnet zum LPC. Das ist der Bedienteilelement vorne. Und hier kann man gut sehen,
Da hat sich das ganze Elektronikfett sozusagen verharzt, ist ja hier zwischen die Pins und das, na, da klebt jetzt drauf hier, das blockiert bzw. verschlechtert Kontakten. Na gut, jeder weiß, was damit gemeint ist. Zerlegen und reinigen. Auch hier, wenn die Achse schwer dreht, mal gucken, ob ich jetzt, ja, kann man denn rausziehen. Also ich habe jetzt nicht noch ein Finger, ein Hand dazu, also alles komplette Harz raus. Das macht ein bisschen Arbeit, ja, nicht einfach. Auf jeden Fall die Kontakte hier nicht zerstören, sonst war es das. So ein Regler zu finden wird nahezu, ja, unmöglich. Sei denn, man findet einen Gebrauchten, der aus der anderen Anlage, der nutzt mir nicht. Und wenn ich den so sehe, dann weiß ich Bescheid, der andere hier muss ich genauso bearbeiten. Nutzt nicht, muss gemacht werden. So, zusammengebaut das Gerät. Ja, hat noch weitere Fehler. Aber okay, schauen wir aus der Sun-CD. Ob sich das gelohnt hier mit dem alten Laufwerk. Wie schnell der gefunden wird. Ja, läuft gut. On Play. Ja, läuft gut. Reglermäßig, ja. Perfekt. Ja. Also sein sollte. Und der Wahlschalter hier läuft auch sehr gut. Ja, habe ich hier meine alte Fischer Boxen angeschlossen. Ja, die haben so um die maximal 100. Ja, muss ja schon ein bisschen was aushalten. Also ist extrem, was der kleine Hybridize dort liefert. Ja, dafür sind die Boxen hier nicht leistungsstark genug. Ja, das war's dann mit dem Panasonic. Ich hoffe, er funktioniert noch eine Weile. Macht auf jeden Fall Spaß. Nur Ersatzteile braucht man, also für Lasereinheit und so. Hier ein Laufwerk, ein Ersatzteilspender, sind schwer zu finden. Neue gibt es leider nicht, momentan nicht.